Ja, mein Name ist Sabine Manzel. Ich bin seit im Wintersemester 2011 hier in Duisburg-Essen und vertrete den Lehrstuhl für Didaktik der Sozialwissenschaften, der bis dahin ein bisschen brach lag, aber ich habe innerhalb der letzten 2 Jahre versucht, den aufzubauen. Und mein Ziel ist, dass die Studierenden hier eine relativ professionelle Lehramtsausbildung bekommen, dass sie hinterher sagen können, ja, das ist genau mein Fach und ich fühle mich kompetent für Schule. Ja, da müssen wir vielleicht ein Stück weit zurück in meine eigene Schulzeit gehen. Ich bin in Bayern aufgewachsen und in Bayern gibt es ganz klar kein Fach Sozialwissenschaften und auch kein Fach Politik. Also es fällt unter den Begriff Sozialkunde und man hat das Fach erst in der 11. Das heißt, bis zur 11. Klasse habe ich überhaupt keine Ahnung von Politik gehabt, mich ehrlich gesagt auch nicht dafür interessiert. Keine Tagesschau geguckt, keine Nachrichten gelesen, weil keiner so dieses politische Interesse bei mir geweckt hat. Und erst als ich in der 11. Klasse einen Lehrer hatte, der mit uns tatsächlich Platons Staat gelesen hat, die Kritik der reinen Vernunft von Kant, also was ja eigentlich wirklich auch Bestandteil manchmal von dem Studium ist, der hat uns einfach damit konfrontiert und wir haben sehr viel am Lesen, am Text gearbeitet. Wir haben uns Europawahlen angeguckt, die gerade zu der Zeit waren. Wir haben Föderalismus an aktuellen Fällen besprochen. Und ich habe gedacht, wow, das ist total spannend, da will ich mehr wissen. Und ich glaube, dass man genau solche Lehrkräfte braucht, die einem das Interesse und den Spaß an dem Fach wecken und auch das Wissen. Ja, also die Studierenden, die lernen hier eben Theorien, Modelle aus unterschiedlichen Teildisziplinen, insbesondere Wirtschaft, Soziologie, Politik und Fachdidaktik. Und gerade das ermöglicht ihnen dann, wenn sie später als Lehrer oder Lehrerin tätig werden, zu unterschiedlichen Themenstellungen diese verschiedenen Fragestellungen an den Sachgegenstand zu richten. Und dieser interdisziplinäre Blick, diese verschiedenen Perspektiven auf einen Gegenstand, die machen das große Plus in der Lehramtsausbildung an der UDE aus. Ja, ein ganz anderes Projekt, was mir sehr am Herzen liegt, rankt sich um den Master. Also mir schwebt seit langem die Vision einer School of Civic Education vor. Was kann man sich darunter vorstellen? Also es geht darum, tatsächlich die Lehramtsausbildung in diesen Fachdisziplinen Wirtschaft, Politik, Soziologie, Fachdidaktik enger zu vernetzen und gleichzeitig mit der Praxis zu verzahnen. Das heißt, rund um den Master, da rankt sich ja auch das Praxissemester und die Studierenden gehen an Schulen, werden dort von Lehrkräften betreut. Und damit diese Betreuung gut läuft, ist es wichtig, dass die Lehrkräfte auch einen Fuß in die Uni bekommen. Sprich, dass Lehrkräfte mit in Seminaren sitzen, dass wir Traininglabors machen, dass wir Workshops zu unterschiedlichen Fragestellungen der Unterrichtsplanung machen, immer auf der theoretischen Grundlage der didaktischen Modelle, die es derzeit gibt, dass dann einfach die Inhalte, die an Uni gelehrt werden, auch in Schule transportiert werden, gleichzeitig aber auch die Probleme, Herausforderungen, die Schulunterricht birgt, wiederum in die Uni gelangen, sodass da einfach eine Wechselbeziehung herrscht, ein guter Austausch und alle gegenseitig voneinander lernen können. Das schwebt mir unter dieser Civic School vor. Und wir starten im Herbst jetzt im Wintersemester, genau mit dem Beginn des Masters.